Es gibt drei Fehler, die beim Chippen vorkommen, immer wieder. Ich würde sagen, 80% von Golfern, die ich gesehen habe, machen diese drei Fehler oder mindestens einen von den drei. Und die drei Fehler sind sehr vermeidbar. So, erstmal was zur Taktik und Schläge war. Da ist meine Fahne. Ich möchte, wenn es geht, den Ball Anfang des Grüns aufkommen lassen. Und dann kann ich entscheiden, dann weiß ich, welche Schläge ich brauche. So, das wäre 30% oder 40% fliegen und mindestens 60% rollen. Eisen 9 oder Eisen 8 wäre dafür für mich der beste Schläger. Okay, so, Fehler Nummer 1. Der Golfer möchte unbedingt den Ball zuerst treffen und dann den Boden. Er hat Angst, fett zu treffen. Okay, das ist eine ganz üble Geschichte, wenn das passiert. Vielleicht ist es Ihnen passiert, ich hoffe nicht. Und man sieht sowas von schlecht aus, wenn es passiert. Was tut man, wenn man diese Angst hat? Man spielt den Ball weiter hinten im Stand. Man hat die Hände weit vorne, dass der Schaft sehr schräge ist. Und man belastet das linke Bein. So, von der Theorie her sind das alles gute Dinge, weil jetzt habe ich viel bessere Chancen, den Ball und dann den Boden zu treffen. Ich mache mal einen Chip in diese Richtung. Okay, ein sehr sauberer Kontakt. Aber wie Sie sehen, habe ich da ein großes Loch gemacht. Und das Problem mit dieser Technik, Hände vorne, Gewicht links, Ball weit hinten im Stand, ist, wenn ich nur 1 Millimeter zu früh den Boden berühre, dann bleibt der Schläger hängen. Was müssen Sie anders machen? Die Ballposition in der Mitte. Wenn Sie wollen, leicht rechts, aber mittig. Ist absolut in Ordnung für den Chipschlag. Die Hände sind etwas vorne. Das Griffende zeigt hier hin, zwischen meine linke Hüfte und Bauchnabel. Also auf die innere Seite der linken Hüfte, da zeigt der Schläger hin. Okay? Und das Gewicht mittig bis 55% links, also ganz leicht links. Und wenn ich jetzt so auf diese Art und Weise schwinge, bleibt mein Schläger nicht hängen ja unten im Treffmoment. Ja? So, ich versuche das einmal mit Ball auf die Fahne. Ball in der Mitte, Hände nicht zu weit vorne, nur leicht das Gewicht auf die linke Seite. Bisschen zu weit, aber Kontakt war super. Ohne das. Das ist besser. Aber wie Sie wissen, jeder kann den zweiten. Okay, der zweite Fehler ist der Griff. Nur dieser Fehler hat ein bisschen mit dem ersten Fehler zu tun. Der Golfer hat seinen Schläger oder in diese Position ganz schön schräg und von dort greift er den Schläger von oben. Und problematisch jetzt ist mein Griff, der ist jetzt sehr, sehr stark. Wenn ich meine Hände in die Mitte bringen würde, dann schließt sich der Schläger. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Schläger sich schnell schließt beim Schlagen. Und nicht gut, weil jetzt wird der Ball links fliegen, der Ball wird zu flach fliegen und dann muss ich mich ganz anders ausrichten. Wenn ich da auf die Fahne möchte, mit so einem starken Griff, ich mache einen Chip, der ist sehr flach, auch zu weit und nach links. Und jetzt bin ich gezwungen, mich anders auszurichten.
Und dann natürlich von da muss ich kompensieren. Das ist nicht gut für meine Chip-Technik. Okay, so was ich hier möchte, ich möchte, bevor ich den Stand einnehme, den Griff bauen. Okay, mein normaler Griff, den ich beim langen Spiel verwende. Greift den Schläger etwas tiefer beim Chippen, das machen Sie bestimmt auch. Und jetzt nehme ich den Stand ein. Und wenn ich die Hände weiter vorne haben möchte, das empfehle ich nicht, dann ist der Griff zumindest richtig. So bitte erst den Schläger greifen, dann den Stand einnehmen. Der letzte Fehler hat mit dem Hände steif lassen zu tun. Als erstes möchte ich Ihnen sagen, dass weder beim Chippen noch beim Putten sollte man die Handgelenke oder Hände festlassen, ganz fest, während des Schwunges. Als Sie angefangen haben, Golf zu spielen als Anfänger, war das ein ganz guter Tipp, damit Sie nicht löffeln. Aber jetzt als bessere Spieler müssen Sie schauen, dass Ihre Hände entspannt und locker während des Schwunges bleiben. Das macht jeder Profi. Jeder Profi wird ganz leicht anwinkeln beim Ausholen und dann diese Winkel durch den Ball lösen. Auch beim Putten. Es ist minimal, aber es ist da und es ist sehr, sehr wichtig. So, warum ist es so wichtig beim Chippen? Beim Chippen, vor allem wenn man unter Druck steht, bremst man. Man wird vorsichtig. Und wenn man bremst, trifft man Boden, man verlagert das Gewicht nicht oder das passiert. Okay, so damit man auch unter Druck, wenn man sich ganz schön fest fühlt, etwas Geschwindigkeit durch den Ball hat, ist es wichtig, die Hände locker zu lassen und das Winkel passieren zu lassen. Okay. Ein zweiter Grund, warum das wichtig ist, Sie benutzen den Bounce, diese Teil des Schläges, mehr oder überhaupt, wenn Sie Ihre Hände locker halten. Wenn Sie die Hände zu fest halten, kommen Sie mit der vorderen Kante in den Boden und der Schläger kann hängen bleiben. So mit lockeren Händen unter Druck wird es passieren, dass ich viel mehr Geschwindigkeit habe und der Schläger bleibt dann nicht hängen. Okay, ich versuche das. Ich möchte jetzt ein paar so richtig dicht an die Fahne bekommen. Ich stehe jetzt unter Druck, aber ich habe ein gutes Gefühl. So, ein, zwei Probeschwünge. Ich lasse meine Hände arbeiten.